Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. Es geht direkt weiter, oder sollen wir hier vielleicht nochmal, ich glaube, die hinten haben aber nichts mehr zu erzählen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? I'm glad to see you're well. Natürlich. Soll ich das mal? Na komm. Ach, dafür brauchen wir die Feuersamen. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful things. The number of times I nearly died. Das kennen wir aber auch schon. Soll ich mir die Ringe kaufen? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, ich kaufe mir einfach mal so einen Pyromantie-Zauber. Mal gucken, was die so bringen. I'm always here. So come and see me when you're in. Du, wir haben übrigens schon mal eine große Seele. You need my help, do you? Ja. Hades Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the apostles of blue, but the road leading the gate is rigged, but how it works. Ja, das kennen wir ja auch schon alles. Aber wir können mal gerade nachschauen, wie viel Leute bisher gestorben sind. Okay, das heißt 148 Millionen weltweit. So. Ach nee, komm, bevor wir jetzt zur Eisenfestung gehe ich echt nochmal wirklich kurz zum Heides Flammenturm. Und zwar habe ich da, glaube ich, auch noch ein Leuchtfeuer irgendwo übersehen, hinter Ornstein. Da müsste auch noch was sein. Da nicht runter. Wo, da geht's runter. Auch schon lange nicht mehr hier gewesen. Wie viele Schläge braucht ihr eigentlich mittlerweile? Aha, 3. Geht ja noch. Ach komm, dann prügeln wir uns gerade mal hier durch zur Abwechslung. Bleibst du da stehen oder kommst du jetzt mit? Er kommt, glaube ich, auch mit. Die ziehen aber mittlerweile kaum noch was ab. Da macht sich jetzt bemerkbar, dass wir halt unser Verteidigung, also die Balance, geskillt haben. Wenn sie zusammen zuschlagen, ist es natürlich übel. Das da sieht nicht gut aus. Kann man euch denn mal ein bisschen separieren? Ja, so zum Beispiel. Kriegen wir wieder zwar voll einen ab. So. Glücklicherweise schaffen wir es auch, die kurz zu stunnen. Wo willst du denn hin? Wie er rennt. Schön. Ja, komm, die Seelen sind ja auch nicht verkehrt.
Obwohl ich jetzt hier mal wieder die unglaubliche Reichweite von denen unterschätzt habe. So, wer kommt von euch jetzt? Der. Okay. Ist mir ganz recht. Jetzt kommt der andere auch. Ich hätte die vielleicht doch nochmal anlocken sollen. Also zu zweit sind die schon nicht so ohne. Ich habe doch hier extra ein Dings gemacht. Ist du auch schon wieder so ein komisches Pixie-Ding? Hä? Was war denn das jetzt für ein Geruckel? Wieso stand er auf einmal hinter mir? Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts am Hochladen, also ich habe keine Ahnung, was das jetzt verursacht hat. Internetleitung ist frei. Hat er irgendeinen Teleportzauber oder so? Ja, ist ja schön. Ich möchte ganz gern weitermachen. Ich hab's echt das Gefühl, dass die manchmal, weiß nicht, irgendwie durch die Gegend glitschen. Also gut, dann diesmal durchlaufen. Schade, ich hatte glaube ich auch relativ viel Seelen da rumfliegen. Die hätte ich doch ganz gern mal wieder. So, einmal hier durch. Da sind meine Seelen. Zack. Dann geht's hier weiter. Oder wäre ich es einfach generell, weil ich einmal in dem Mondturm war, generell von allen möglichen Leuten jetzt hier invasioniert. Oder ich habe wahrscheinlich mittlerweile ein Level erreicht, wo mehr Leute jetzt anfangen zu invasionieren. Das wird's wahrscheinlich sein. Ich glaube, du hast ja immer noch nichts, weil wir noch zu... Irgendwas hat da gefehlt? Keine Ahnung. Aber hier geht's nämlich noch runter. Wo ich bisher noch nicht war. Wenn mich nicht alles täuscht, muss hier unten noch genau das Leuchtfeuer sein. Zack. Ich glaube, das war's ja auch schon, was wir hier alles machen konnten, oder? Ich schwätze nochmal mit dem Typ da oben, aber... Ich denke nicht, dass wir jetzt mehr aus ihm rauskriegen. Transient Being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. Oha. You may call yourself one of us. And are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Juhu! Will ich aber gerade noch nicht. Do my ears deceive me? Who would refuse such magnificence? Gods have mercy on this halfwit. He knows not what he speaks. Okay. Wundert mich jetzt. Ich weiß halt immer noch nicht genau, was ich jetzt hier mit diesen ganzen Orden anfangen soll und was sich für mich nachher am ehesten auszahlen wird, beziehungsweise den ganzen Eiden. Von daher, so jetzt aber endgültig zur... Niemandswerf zur Festung. Eisenschloss, genau, das war's. Mal gespannt, was uns da erwartet. Hui. Finsterer Hagel. Klingt ja auch nicht schlecht.
Ich glaube, hier war nichts, oder? Nö. Dann schauen wir mal weiter. Da liegt was, da sind Sachen angekettet. Oh, was bist du denn für einer? Was seid ihr denn für zwei? Okay, die sind schnell. Meiner Meinung nach so etwas zu schnell. Fuck. Gut, davon hätte ich ganz gerne bitte nur einen gerade. Okay. Dafür auch relativ leicht zu stunnen. Okay, dann bist du jetzt dran. Zum Glück mit drei Schlägen weg. Es geht hier runter. Also, stückweise zumindest. Haben wir sonst noch hier? Vielleicht hast du da unten noch was liegen? Nein. Klopfen wir mal an. Ich habe versagt. Na, ich bisher auch schon ein paar Mal. So, dann komm du mal her. Ich schätze mal, das müssen wir irgendwie ausschalten. Um an die Leiche da dran zu kommen. Ja, die sind echt schnell. Ah, es sind also Alonne-Ritter. Und wir haben ihre Gamaschen gefunden, oder? Ja. Doch, ihre Gamaschen ist richtig. Schauen wir es uns mal an. Ja, gut Stück schwerer. Von den Alonne-Rittern getragene Gamaschen. Der Bund der Alonne-Ritter, die dem alten Eisenkönig dienten, war mächtiger als das Eisen des Landes. Doch letztendlich gingen die Ritter in den Flammen unter, die dann das Schloss zerstörten. Schade. Haben wir eigentlich mittlerweile eine Hose, die besser ist und weniger wiegt? Ich glaube ja nicht, wenn ich mir das hier so anschaue. Na gut, die ist auch verstärkt. Hm, noch einer? Ja. Da war ich ja noch im Menü drin. Den Helm kriegen wir jetzt. Das bedeutet, von Alonne-Ritter getragener Helm. Okay, schön. Hat er echt noch einen... Ach! Ein Bogenschütze! Du hast einen relativ coolen Bogen, muss ich zugeben. Den würde ich mir ganz gerne mal etwas genauer anschauen.
So, hier jetzt zu sterben wäre relativ ungünstig. Ich hoffe mal, du hast den Bogen gedroppt. Ah, aber ein Eisengroßpfeil. Ja, auch der wird natürlich angeschaut. Drei Stück machen ordentlich Schaden. Eiserner Großpfeil. Effektiver als normale Pfeile, dafür aber auch deutlich schwerer. Jo, die hebe ich mir mal noch auf. Wo geht es denn hier weiter? Na komm, dich locke ich mal an. Oh, da kam schon jemand. Bogenschütze? Bogenschütze. Ist also nichts mit anlocken. Welcher Bogenschütze war das denn? Der da scheinbar nicht. Ach, da oben. Okay. Ich denke, den muss ja noch mit Pfeil und Bogen ausschalten. Versuchen wir das mal. Boah, das dauert aber ewig. Ich glaube, dann laufe ich lieber. Ja, die Bogenschützen hier ein wenig nervig, muss ich ja sagen. Nicht mal die Sachen aufnehmen kann ich hier. So. Naja, dann baller du nur. Schon wieder die Stulpen. Gerade so noch das Schild hochgekriegt. Wir haben hier eine Tür, die komisch raucht. Erstmal den Hebel. Hat der jetzt irgendwas runtergefahren? Oh Mann, ey, du gehst mir gerade tierisch auf die Nerven da oben. Bogenschützen. Ich hasse sie. Ich will mir erstmal das da hinten holen. Reparaturpulver und die Seele eines stolzen Ritters. So, und jetzt ist der Bogenschütze da oben dran. Wie er schon wartet. Oh, der sieht etwas dicker aus. Glück können wir ihn stunnen. Cool, das war eine neue Backstep-Animation.
die ich so noch nicht kannte. Truhe, ja. Böse Truhe oder gute Truhe ist die Frage. Rache, ja. Hatte ich gerade. Keine Falle. Lebensring plus 1 und glitzerndes Titanit. Cool. Hier brennt's kräftig vor sich hin. Ich glaube, jetzt könnte ich aber auch hinten mal durch die Tür gehen. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Ich mache hier mal einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.